ist einer der schlechtesten Waffen in Modern Warfare 2. Und deswegen möchte ich euch trotzdem heute eine Klasse zeigen, die euch dabei helfen kann, natürlich die Waffe auf Gold zu spielen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und ich zeige euch direkt die Klasse. Falls euch diese Art von Videos gefällt, direkt, wenn jemand direkt zum Punkt kommt, lasst natürlich gerne kostenlos ein Abo da. Ihr verpasst in Zukunft keine weiteren Videos, wenn ich euch noch weitere Waffen vorstelle, um natürlich die Camos zu erleichtern. So, wie seht ihr es auch, ich habe schon die Waffe Gold. Ich habe hier 5 Aufsätze. Ich habe jeden Aufsatz getunt. Und ja, zuallererst ein sehr, sehr großer Tipp von mir. Nehmt auf jeden Fall ein Visier. Ich finde, das Iron Sight ist einfach sehr, sehr schlecht. Und dann, wenn ihr das Visier habt, tunt es auf Fern. Das macht meiner Meinung nach die Waffe wesentlich präziser. Das als ersten Tipp natürlich. Dann habe ich hier diesen Schaft drin, den Corio Preciso Fabrikschaft. Und da habe ich so getunt. Könnt auch gerne das Video pausieren, um natürlich euch das hier zu, ja, anzuschauen, beziehungsweise macht einen Screenshot. Und dann habe ich den Sakin ZX Griff. Hier habe ich, ja, habe ich so getunt. Bin hier mehr auf Rückschussstabilität gegangen, weil ihr wisst auch, der M16 ist einfach eine, ja, sehr schiefe Waffe. Dann habe ich hier diesen Mündungsfeuer genommen, Dämpfer. Ja, macht einfach diesen Muzzle Flash auch weniger. Sieht besser die Gegner. Kriegt auch noch Stabilisierung vom Rückschuss, was natürlich noch besser ist. Hier habe ich es minimal geändert, auch eher auf natürlich hier Rückstoß und ein bisschen ZF-Geschwindigkeit, RDS-Time, damit ihr natürlich auch besser in die Waffe reingehen kann könnt. Dann habe ich hier den dritten Schaft, sage ich schon, Lauf genommen. Hier kriegt ihr auf jeden Fall mehr Rückschusskontrolle auch. Hier kriegt ihr auch ein bisschen RDS-Time, was natürlich mangelt mit den ganzen anderen Aussätzen. Geschossgeschwindigkeit ist auch sehr, sehr wichtig natürlich, damit ja, eure Kugeln schneller ankommen beim Ziel. Effektive Reichweite geht runter. Das ist aber sowieso nicht so schlimm, weil die Waffe meistens sowieso two-bursted, also ist meistens two-shot. Und auf Long Range ist diese Waffe auch sehr schlecht. Deshalb kann ich euch auch die Diamant-Herausforderung, falls ihr schon Gold habt, erst bei Hardcore empfehlen. Hardcore kommt zu Season 1 und ja, das habe ich hier so getunt. Komplett auf effektive Reichweite, weil es halt eben hier reduziert wird. ZF-Geschwindigkeit habe ich runtergetan, ist trotzdem fast gleich geblieben. Deswegen habe ich es einfach mal so gelassen. Bewegungstempo beim Zielen habe ich hier auch ein bisschen besser gemacht. So, das sind die 5 Aufsätze. Und ja, wir gehen kurz in den Schießstand, dann zeige ich euch, wie die Waffe schießt. Meiner Meinung nach sehr, sehr präzise. Und warte mal, ich glaube, hier lang. Wir gehen auf jeden Fall hier. Ihr seht es, sehr, sehr präzise. Auch auf Long Range, sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, M16 ist einer der schlechteren Waffen. Aber ich finde, das Waffentuning und diese Aufsätze passen eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Und ja, hier ist ein bisschen gestruggelt. Ihr seht es. Sehr, sehr empfehlenswert. Falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und ja, schaut auch gerne meine anderen Videos an zu den anderen Waffen.